Quatsch. Ja, Harry Potter Nerd Inc. Hihi. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Also doch, Quidditch. Wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Fernsehen wird ja meistens so in so Serien oder Filmen. Ja, Wirbelwind oder so genannt. Oder kleiner Wirbelwind. Ich würde dann meinen Hund Wult nennen. Geht zu Meister Po. Er wird sein Wissen über Wult. Ja, Wult, komm mal her. Ja, feiner Wult. Es geht durch mich durch, das Wissen. Jetzt werden wir sehen, wie schnell wir einen neuen Schrei. Warte, neuer Schrei. Schrei. Unerbittliche Macht. Wirbelwind. Naja, eigentlich haben wir völlig neue Schreie schon gelernt, nur wir haben deren Verständnis noch nicht. Und dann machen wir direkt hier, das war 3, dann wird Wirbelwind 4 und das hier 5. Dann 1, 2, 3, 4. Habe ich auch richtig? Ja, ja. Anschließend seid ihr dran. Ah. Master Bori. Max. Jetzt seid ihr dran. Volk Lattes. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. 3, 2, wow! Voll gegen den. Und jetzt? Es ist erstaunlich, ja, komm noch näher. Wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Ich dachte, es wäre für jeden so einfach gewesen. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Ach ja. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Okay, warum kehren eigentlich die Drachen zurück? Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Denkst ihr du? Solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Stimme stärken, das könnte man hier auch anders deuten. Nein, nichts Perverses, eher so etwas wie la 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 la. Danke, Meister. Gut, Star Wars, dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Danke, Meister. Ja, warum sind die Schreie in der Drachensprache? Das ist ja eine selten dämliche... von euch, aber gibt es nur... Hab gar nicht geguckt, wie viele waren das denn? Wer war eigentlich... Wir wollen uns etwas auf die Mission konzentrieren, deswegen... Er war Jürgen Windrufer. Er war im großen Krieg ein Anführer der alten Nord. Ein Meister der Stimme oder Zunge. Nach der Katastrophe am Roten Berg, bei der die Armee der Nord vernichtet wurde, verbrachte er viele Jahre damit, über die Bedeutung dieser schrecklichen Niederlage nachzudenken. Am Ende begriff er, dass die Götter die Nord für ihre überhebliche und gotteslästerliche Verwendung der Stimme bestraft hatten. Er war der Erste, der begriff, dass die Stimme ausschließlich für den Ruhm und die Verehrung der Götter eingesetzt werden sollte, nicht für den Ruhm der Sterblichen. Jürgen Windrufers meisterliche Beherrschung der Stimme war am Ende größer als jeglicher Widerspruch und der Weg der Stimme war geboren. Nun. Atem und Konzentration. Scharfschützenmodus. Naja, wir. Der Song von Jürgen Windrufer. Das ist dort. Das heißt, wir müssen über Mortal. Ja, reißen wir mal zu Fuß hin. Dann sehen wir auch etwas von der Welt.
Wir können es ja so machen, dass wir zu jeder Stadt erstmal zu Fuß hinreisen. Und dann... Ihr wisst schon, was ich sicher sagen möchte. Sehen wir etwas in der Welt. Können vielleicht ab und zu auch mal ein paar Nebenquests Knochen. Ich dachte schon irgendwie ein bisschen Minecraft-mäßig. Wollte schon Entdeckung springen, Creeper gucken, aber nein. Ist ja mal Minecraft. Wobei, Creeper wären hier dann noch nicht mal so schlimm, wenn man einfach einen Fußroh da machen könnte und dann... Wumm! Das kommt mir hier ein bisschen bekannt vor, dass ich hier... Ich habe ein Déjà-vu, als wäre ich hier schon mal runtergegangen. Wow. Wow. Hopp. Hui. So Skyrim-Fanatiker hier bei mir in der Freundesliste. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir in Mortar schnell. Ist ja eigentlich geil hier so. Rumzuwandern. Gehen wir mal zum Mortal. Was ist das da hinten? Ah, war eine Wolke. Statt ist für eine Brücke oder so. Wir haben doch unser Wirbelwindspruch. Das heißt, wir können uns schneller fortbewegen. Cool. Helikopter, was ist denn da passiert? Eine Hexenverbrennung? Darf ich mitmachen? Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Die Grauberte haben das Drachenblut nach Hochrotka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Dann machen wir mal weiter. Was ist denn passiert? Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Ihr habt so ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Ja, Also gut. Es hört sich glatt noch einen Questchen an. Yes, aber da gehen wir mal rein. Ey, du, ja, ich habe gehört, du hast Stress. Ach du Scheiße, nicht hingucken, das ist eine alte Hexe. Das Leben hat euch also nach Mortal und zu mir geführt. Wozu dies geschah, werden wir gewiss noch sehen. Ihr sollt angeblich Vision haben. Die Göttlichen enthüllen mir manchmal Dinge, ja. Das verheimliche ich nicht. Es ist eine Gabe. Wer das nicht glaubt, kann und wird es nicht verstehen. Gibt es Schwierigkeiten in Mortal? Das Unsichtbare kann Unrast verursachen, sogar Furcht. Das ist zu erwarten. Einige fürchten unseren neuen Zauberer vor Ort. Wenn sie sich erst an ihn gewöhnt haben, werden sie ihn akzeptieren. Die Zeit wird mir recht geben. Also gut. Kann ich nicht irgendwie meine Hilfe anbieten für das Problem? Ihr werdet Jarl Idgrod den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Haben wir uns verstanden? Nein, ich bin doof. Es ist kein Geheimnis, dass Jarl Idgrod anders ist. Es ist ebenfalls kein Geheimnis, dass Gerüchte über sie und ihre Visionen im Umlauf sind. Ich werde sie nicht zitieren
und ich lasse nicht zu, dass sie unter diesem Dach verbreitet werden. Und nun geht euren Geschäften nach.